99,90 € ist die Monatsrate. Und wie das genau funktioniert, das wird uns gleich der Pablo erklären. Denn hier ist das Angebot von Kia Finance. 7 Jahre Garantie hat dieses Fahrzeug, bis zu 150.000 Kilometer. Ja, so ist es. Und das ist das Angebot. Ja, brutto 11.590 €. Und da gibt es einen Barzahlungspreis 10.119. Abzüglich Anzahlung sind nämlich 500 €. Das ist hier bei dem Angebot mit drin. Also ihr zahlt 500 € an und habt dann eine Rate von sage und schreibe 99,90 €. Aber dieses Fahrzeug hat wirklich schon richtig viel Ausstattung mit allem drum und dran. Die Laufzeit in Monaten sind 60 Monate und wenn ihr fertig seid damit, ist die Ballonrate 5.000 €. Für 5.000 € kriegt ihr dann ein Auto, was dann noch 2 Jahre Restgarantie hat. Das muss man sich mal reintun. Also ihr macht 60 Monate Finanzierung, ja, zahlt 99,90 €, habt 500 € Anzahlung und habt am Ende der Laufzeit noch 2 Jahre Restgarantie. Das ist Kia, es sei denn, ihr seid über 150.000 Kilometer. Ja. Hier ist der Pablo, grüß dich Pablo. Hallo Sven, grüß dich. Ja, in welchem Autohaus sind wir denn? Wir sind hier im Autohaus Klein in Saarlouis an der Wallerfanger Straße. Genau. Und das ist ein richtig tolles Auto, ihr verkauft es wirklich wie geschnitten Brot, denn es hat alles, was ein kleines Auto haben muss. Von Sitzheizung, Klimaanlage, Lenkradheizung, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Lederlenkrad. Es gibt so viele Extras, die dieses Fahrzeug bombastisch macht. Auch dieses hier, was hier steht. Genau, dieses Fahrzeug, das ist genau das Angebotsfahrzeug, was wir derzeit bewerben. Ja, ich zeige es mal kurz von vorne. So sieht es aus von vorne. 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. Da ist es. Und ja, die Darlehensrate 99,90 € bei Kia Finance bei 500 € Anzahlung. Und es hat richtig viele Extras. Wir werden gleich mal kurz darauf eingehen. Es hat unter anderem 5 Türen. 5 Türen, Servolenkung, elektrische Fensterheber, Start-Stopp-System hat das Auto hier jetzt leider nicht. Aber dafür eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, ein Bordcomputer ist verbaut. Das Auto ist wirklich das, was man braucht. Ja, ich zeige mal kurz die Verbrauchswerte. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier einen Verbrauch kombiniert von 5 Litern. So ist es. Innerorts 5,8, außerorts 4,4 und die CO2-Effizienz Energieklasse C. So ist es. Es tankt super, das heißt E10. Genau, E10 geeignet ist dieses Fahrzeug auch. So, kann ich also ganz normal mitfahren. Das Thema Schadstoffklasse, gar kein Thema, der erfüllt alle Normen. Euro 6 D-Temp, WLTP geprüft von Kia. Okay. Das will schon was heißen. Kia, ganz großer Konzern, gehört noch zum anderen großen Konzern. Genau, einer der korrekt. Größten, wollen wir jetzt mal keine Namen nennen, aber wir fangen mal hinten an. Wenn du mal hinten mal aufmachst, dass du mal siehst, also der Picanto, ist das der kleinste? Nee, es gibt noch einen kleineren? Das ist der kleinste, das ist der kleinste, den wir hier in der Kia-Familie haben. 5 Sitzplätze auch schon drin, das Fahrzeug hier. 7 Jahre Garantie wie bei allen Kia-Modellen. Aber was da drunter? Mach mal auf bitte. Hier drunter haben wir einen doppelten Ladeboden. Ah, da kann ich meinen kleinen Einkauf machen. Genau, da können Sie auch zur Not noch was anderes verstecken, verbuddeln. Zum Beispiel den Ehemann, wenn er nicht lieb war. So, dann mal kurz mal gucken, man kann hier durchgucken. Dann kann ich das hier auch umklappen, wenn du mal kurz einen Teil mal umklappst. 2/3, 1/3 umklappbar. Dann habe ich einen absoluten, geraden, ebene Ladefläche, auch wichtig. Genau, hier kann der nächste Baumarktbesuch kommen. So ist es. So, und auch hinten hat man richtig schön viel Platz. Wenn du mal kurz einsteigst, Pablo. Muss man den Sitz vielleicht ein bisschen nach vorne machen? Oh, geht's. Ein Ticken nach vorne. Ein Stückchen. Er war ganz zurück, muss man dazu sagen. Und so ein bisschen nach vorne haben wir gemacht. Noch nicht ganz, oder? Kann man noch normal sitzen? Nee, da ist noch deutlich Platz nach vorne. Also auch mit 4 Personen, 4 bis 5 Personen meiner Statur wäre das hier kein Problem. Wenn ich jetzt ein Kind mitnehme, was zum Beispiel 14, 15 Jahre alt ist, hinten gar kein Problem, kriege ich rein. Definitiv. Und habe sogar noch Platz. Machen wir gerade die Hand da dazwischen oben drüber. Hier ist noch deutlich Luft nach oben. Ich bin jetzt 1,80 Meter groß. Das heißt, auch ausgewachsene Personen passen hier hinten hin. So, du hast natürlich hinten auch elektrische Fenster hier, aber das ist in der Klasse schon außergewöhnlich. Korrekt, richtig. 14 Zoll Reifen haben wir hier drauf mit einer Art Radkappe, sage ich jetzt mal Designrad. Die Radschraube wird hier mit der Radkappe zusammen verbunden. Okay, das sieht aus wie eine, genau, die kann nicht geklaut werden. Sieht aus wie ein Leichtmetallfelger auf den ersten Blick. Hat aber den Vorteil, dass ich sag mal, wenn irgendwas passiert, die Stahlfelge, die kriege ich immer für ein Apfel und ein Ei, oder? Eben, genau.
Die Preise sind noch relativ niedrig gegenüber einer Leichtmetallfelge. So, wir gehen mal kurz rein, zeigen mal den Innenraum, denn da wird es nämlich richtig spannend. Auch hier habe ich elektrische Fenster hier mal mit drin. Hier habe ich noch einen ganz großen Platz für meine Getränke, die ich hier lagern kann. Hier ist die Abschaltung vom Beifahrer-Airbag, was in der Klasse auch nicht selbstverständlich ist, dass man den Beifahrer-Airbag abschalten kann. So, ich mache mal kurz meinen Sitz mal einen Ticken nochmal nach hinten. So, und dann habe ich hier oben großes Display mit drin. Ich habe ein Radio mit drin natürlich. Ein Radio mit USB, mit AUX, mit Bluetooth, mit einer Freisprecheinrichtung, Bluetooth Audio auch. Also Musikstreaming ist auch kein Problem. Wir haben hier unten eine Klimaanlage mit Umluftfunktion, Heckscheibenheizung, wie auch nochmal die Schnittstellen, von denen ich gerade gesprochen habe. Eine Sitzheizung für beide Seiten, zweistufig regelbar. Und noch eine Lenkradheizung ist hier im Fahrzeug verbaut. Ja, was Starkes ist das Lenkrad. Das ist kein Spielzeuglenkrad, sondern ein richtig ausgewachsenes, großes Lenkrad. Genau, ein Lederlenkrad hat Kia hier mitentworfen. Das ist in diesem Emotion-Paket bei dem Fahrzeug, welches wir hier bewerben, mit inkludiert. Wir reden über 99,90. Über eine Finanzierung, kein Leasing, sondern 60 Monate. Danach habe ich einen Restwert von um die 5.000 Euro. Genau. Ihr habt es ja eben gesehen, im Angebot mit drin. Ich habe ein Drehzahlmesser mit drin, also ein ausgewachsenes Cockpit. Bordcomputer, das Fahrzeug hier auch noch mit drin. Ein Lichtsensor haben wir hier noch verbaut. Ach so, ich brauche nicht immer an- und ausmachen. Nein, das ist alles automatisch. Elektrische Fensterheber haben wir eben schon gesagt. Ah, ich kann auch hinten für die Kinder die Fenster auf und zu machen. Genau. Oder halt einfach nur den Beifahrer ärgern, den wir das Fenster nochmal hoch machen. Ne? Genau, oder ihm die Sitzheizung anschalten mittendrin, was man so kennt. Radiobedienung haben wir hier auch noch verbaut. RDKS-System, das ist ja ganz klar, das hat ja jedes neue Fahrzeug mittlerweile drin. Und ja. Was ist RDKS? Das Reifendruckkontrollsystem, das Lämpchen, was hier unten so schön blinkt. Das gute RDKS, warte mal kurz. Also das mit drin, das heißt, wenn ich Druck verliere, warnt mich das System schon wirklich ein gutes Stück vorher. Genau, korrekt. So. Das ist so richtig. Ja, ich habe alles mit drin. Ich habe einen richtig tollen Schaltknauf mit drin. Das Ganze hat ein Fünfganggetriebe mit drin. Mach mal gerade auf Rückwärtsgang. Das hat natürlich keine Rückfahrkamera. Es gibt ja gar kein Display hier mit drin. So ist es. Aber ich habe ein ordentliches Auto. Ich meine, man muss ja immer noch sagen, es kostet 99,90. Es ist eine echte Finanzierung. Ich sag mal, die 500 Euro, die kann man vielleicht noch aufwenden. Was ist mit Überführung? Überführung ist inkludiert. Die Zulassungskosten sind inkludiert. Zulassung auch. Genau, Zulassungskosten. Das heißt, einmalig 500 Euro bei Abholung und dann 99,90 Euro über die Laufzeit von 60 Monaten. So, die Fernbedienung, die darfst du mir mal zeigen, denn das ist auch nicht unüblich. Ihr habt zwei vollwertige Komfort. Genau, korrekt. Wir haben hier zwei Schlüssel mit klappbaren Regelungsriegel, sage ich jetzt ganz einfach mal. Kofferraumentriegelung ist ja auch dabei und das direkt zweimal. Das ist auch nicht üblich. Also normalerweise habe ich einen total schlimmen mit dabei. Vielleicht einen, wenn ich Glück habe, wo ein bisschen Komfort mit dabei ist. Und hier lasse ich das Auto ganz normal an. Es hat 7 Jahre Garantie. Also wie das geht, das müssen wir noch mal kurz erklären. Denn das ist natürlich für Kia Standard. Aber ich sag mal, die Kia-Kunden kennen das schon. Aber die Normalkunden, die haben vielleicht, ich sag mal, 2 Jahre, vielleicht auch mal 3 Jahre, vielleicht auch 4. Es gibt auch welche mit 5. Ihr habt echte 7 Jahre bis 150 Kilometer. Echte 150.000. Genau, echte 7 Jahre, 150.000 Kilometer auf alles, was man eigentlich haben möchte. Ausgenommen natürlich Verschleißteile. Das Radio fällt nach 3 Jahren raus und die Batterie ist nach 2 Jahren raus. Aber ich meine, wenn man immer das Licht brennen lässt, dann darf es geht um, es geht um reine Verschleißteile, aber genau. Es geht darum, ich sag mal, alles, was wichtig ist, Auto, Motor, Getriebe und so weiter, hat man 7 Jahre Garantie. Das steht nochmal ganz genau drin. Ich muss aber auch zur Inspektion fahren. Genau, die Inspektion, die Wartungsintervalle bei diesem Fahrzeug belaufen sich auf 15.000 Kilometer oder ein Jahr. Okay, also einmal im Jahr muss das Auto in die Inspektion. Wenn ich nichts dran habe, ist ja auch nicht so teuer, muss man dazu sagen, oder? Nee, die sind kostengünstig bei dem Fahrzeug hier. Okay. Ist ja eine kleine Maschine. Super, ja. Wenn ich das Auto oder das Angebot in Anspruch nehmen möchte, 99,90 Euro, 500 Euro Anzahlung, Überführung mit drin, das soll bei einigen 1.000 Euro kosten, muss man dazu sagen. Ja, was das Spannende dabei ist, eine Garantie von 7 Jahren und 150.000 Kilometer. An wen soll ich mich wenden? Ans Autohaus Klein, an mich, an den Pablo Barth oder an meine Kollegen, die hier rumlaufen. Der Tobias Klein, Peter Dämmerle, Michael Gebel. Die stehen uns, die warten auf euch. Probefahrt kein Thema? Gar kein Thema. Ja. Auto haben wir da. Wir haben 2 zugelassene Fahrzeuge, die jederzeit für Probefahrten verwendet werden können. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind in Saarlouis
beim Kia Autohaus Klein. Da ist es seit ein paar Jahren, steht hier dieser tolle Palast, muss man sagen, der in der Form, den ich nicht so oft gesehen habe. Ja. Und ihr habt wirklich ein Augenmerk auf Kia gelegt. Ihr habt alle Fahrzeuge da von Kia, sowohl vom Elektroauto, vom e-Niro bis hin zum der neue e-Soul. E-Soul habt ihr da und unter anderem dieses Schnäppchen aus dem Hause Kia. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, solange Vorrat reicht, dieses Angebot.